Ihr habt sicher schon Namen gehört, die man heut noch als Maler so hoch verehrt. Euch sind Rembrandt und Rubens bekannt und sie malten alle im Flandernland. Einer wollte so werden wie sie, so ein unvergessliches Malgenie. Was man heut noch in Flandern erzählt, sind die Abenteuer, die er erlebt. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern, wir wollen heut wieder ein Stück mit dir gehen. Wir wollen dich und deine Zeit verstehen. Niklas, der Junge aus Flandern, Niklas, der Junge aus Flandern, wir warten gespannt, was heut wieder passiert, ob er gewinnt oder verliert. Niklas! Es dauert dir wohl heute zu lang, bis Niklas endlich aufsteht. Aber keine Angst, er wird bald wach sein. Da ist dein Fressen. Ah, das sind zwei Gesichter von mir. Ein Künstler. Er schläft wirklich noch ganz fest. Wahrscheinlich träumt er gerade was Schönes. Sitzen da im Nest, da habe ich mich wohl geirrt. Guten Morgen, lieber Patrasch. Oh, es ist spät. Ich habe verschlafen. Du willst also wieder den Wagen für mich ziehen. Das ist sehr freundlich von dir. Niklas, unter meinem Bett in dem großen Kasten ist dein neues Geschirr für Patrasch. Bring es bitte her. Ja. Hier ist es, Großvater. Wann hast du es gemacht? Letzte Nacht, als du schon eingeschlafen warst, ich hatte noch gute alte Lederstreifen. Ich hoffe, es passt, Patrasch. Wir wollen es probieren. So und so. Fertig zum Fahren. Oh, Patrasch, das neue Geschirr sieht ja prächtig aus. Ja, das finde ich auch. Und es passt genau, Großvater.
So zieht er den Wagen leicht. Lass uns gehen, Niklas. Mhm. Es geht los, Patrasch. Niklas, da bist du ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute hast du es ja etwas leichter hier an. Oh ja. Patrasch ist ein wirklich guter Hund. Ja, und er ist sehr folgsam. So brav und so artig. Du bist ein gutes Tier, Patrasch. Er will mir immer helfen. Das ist doch großartig, Jehan. Nun kannst du es dir bequemer machen. Ja, manchmal ist es schon recht viel. Du musst gut auf dich aufpassen und öfter ausruhen. Du bist nicht mehr der Jüngste. Mach's dir leicht und du lebst länger. Ja, du hast recht. Ich will meine Kräfte so einteilen, dass ich gesund bleibe. Und ich hoffe, so lange zu leben, bis Niklas älter geworden ist und mich nicht mehr braucht. Du hast einen lieben Enkelsohn und einen guten Hund und beide werden dir immer helfen. Niklas, so ist es doch, nicht wahr? Ja. Halt doch an, warte, Niklas. Ich will dir ja helfen, das ist doch viel zu schwer. Er zeigt euch nur, was er schon kann. Bis hierher und nicht weiter. Niklas, hör zu. Jeden Tag ein Stückchen weiter. Und eines Tages schaffst du es dann ganz. Ja, ja, aber er muss erst noch wachsen. Das wird schneller gehen, als du denkst, Jehan. Und eines Tages steht dann plötzlich ein junger, hübscher Mann vor dir. Aber bis dahin sorge ich für ihn. Niklas, also gib dir Mühe und werde schnell erwachsen. Ja. Manches Mal bin ich ungeduldig und möchte ihn schon erwachsen sehen. Ich verstehe. Ich wünsche mir so sehr, dass er Bauer werden kann. So wie ihr beide, mit Kühen, Wiesen und gutem Ackerland. Dass es ihm immer gut geht und er ein erfülltes, glückliches Leben führen kann. Was stehe ich hier herum und erzähle euch meinen Wunschtraum? Warum soll er nicht wahr werden? Niklas wird brav lernen und dir bei der Arbeit helfen. Das wirst du doch. Wir liefern jetzt erstmal die Milch ab. Patrasch wird schon ganz ungeduldig. Er will weiterziehen. Bist du bereit, Niklas? Ja. Komm, Patrasch, jetzt gehen wir weiter. Also. Habt einen guten Tag, ihr drei. Jehan wird nicht jünger und der macht sich große Sorgen. Ja. Holzfäller werden, wenn du wie Bauer sein willst. Dann bist du völlig auf dich gestellt und nicht abhängig von anderen Leuten und lebst allein wie Onkel Michel. Mhm. Niklas dachte über die Worte seines Großvaters nach. Ja, es würde wohl das Beste für ihn sein, eines Tages ein Bauer oder auch ein Holzfäller zu werden. Er wollte unabhängig werden, so wie sein Großvater Jehan es wünschte. Er vertraute auf all die guten Dinge, die er durch oder von Großvater Jehan noch lernen könnte. Den Maler kenne ich. Ob er sich an mich erinnert? Diesmal malt er die Wiese,
Bäume. Die Tiere. Und die Blumen. Niklas? Ja! Ich komme! Niklas! Niklas! Ja? Hallo! Hallo! Hier sind wir! Komm doch her! Ja! Aber heute noch! Nicht erst morgen! Niklas, lauf zu deinen Freunden. Lass sie nicht warten. Wir treffen uns dann später. Ja. Auf Wiedersehen, Patrasch. Ich komme dann zur üblichen Stelle. Also, bis später. Wir gehen, Patrasch. Schönes zeigen. Ach, ihr habt ein Geheimnis? Sie selbst, komm mit. Oh, kleine Störche. Oh. Achtung, sie kommt. Niklas, warte hier einen Moment. Ja, warte auf uns. Hoffentlich finden wir die Stelle. Da war es. Ich weiß nicht. Ja, du hast recht. Hier, trag es. Niklas, das ist ja ungeheuer. Du kannst toll zeichnen. Da wird man ja direkt hungrig. Hol unser Essen. Ja. Hier, dieses Stück ist für dich. Oh, vielen Dank. Sehr gut. Sag mal, Niklas, ich hatte ja keine Ahnung, dass du ein richtiger Künstler bist. Ich auch nicht. Nun gut, wann malst du ein Bild von mir? Von dir? Zuerst ich? So zum Beispiel, wäre doch wunderbar. Ah! Du kommst erst nach mir dran. Also, Niklas,
Immer schubst du mich zur Seite. Psst, ich höre sie zurückkommen. Wenn ich doch auch so malen könnte. Es ist kaum zu glauben, dass ein Mensch das gemalt hat. Niklas war tief beeindruckt von diesem Kunstwerk. Er hatte nur einen Wunsch, eines Tages auch diese Vollkommenheit zu erreichen. Dir, du bist doch woanders mit deinen Gedanken. Mm-mm. So nicht, aber ich sehe dir doch an, dass dich irgendwas beschäftigt. Ach, nichts Besonderes. So, ja, dann bin ich ja beruhigt. Ich habe heute den Maler wieder gesehen. Den Maler? Malen ist das Größte, Großvater. Also bei dem Maler sind deine Gedanken. Aber soviel ich weiß, kannst du doch auch sehr gut zeichnen, mein Junge. Mhm. Niklas, kümmere dich zuerst um Patrasch und gib ihm zu trinken. Ja. Komm, Patrasch. Hier, Patrasch. Niklas, wo bleibst du denn heute? Heute Morgen glaubte Niklas noch, dass es ganz leicht wäre, Großvaters Wunsch zu erfüllen und ein Bauer zu werden. Jetzt aber ließ ihn der Gedanke und die Hoffnung, doch ein Maler zu werden, einfach nicht mehr los. Ach, ich hab vergessen, Annika wartet hier auf mich. Es ist schon spät. Wohin rennst du? Annika wartet schon die ganze Zeit. Bis später. Bis jetzt hat er mich doch noch niemals warten lassen. Annika! Ja? Ach, Annika! Mama! Annika, Papa sucht dich schon überall. Es wird doch gleich dunkel. Komm mit nach Hause. Na komm schon, mein Herz. Ja, gleich. Thank you.
Sie hat nicht mehr auf uns gewartet. Morgen müssen wir uns entschuldigen. Erdbeerbonbons. Annika. Niklas sah unendlich viele Dinge vor sich. Und in Gedanken malte er die schönsten Bilder an den nächtlichen Sternenhimmel.